Er ist hinten bei der Dampffarm. Und damit herzlich willkommen zurück zu Gears 5. Das sieht hier echt toll aus. Wir haben schon viele Non-Cons überzeugt, bei der Chor zu kämpfen, aber ich habe das Gefühl, diese Nuss wird etwas härter zu knacken sein. Ja, geht mir ganz genau. Sprechen Sie in der Dampf. Kann wieder mal nicht schneller laufen, wie immer. Hey, wow, die Chor, willkommen! Und jetzt verschwindet. Ja, die sind ja nicht gerade beliebte Neighbor, habe ich so das Gefühl. Hey, Chor, willst du mal riechen? Stinkt fast so schlimm wie du. Sehr witzig. Deine Mutter würde sich schämen. Hm. Ja, was auch immer, wir nehmen es halt mit. Muss irgendwo dahin. Was ist das? Ich kann immer noch nicht glauben, dass Marcus, Baird und Cole den Riftwurm getötet haben. Von innen. Mit Kettensägen. Okay, ich kann es doch glauben. Kannst nicht nach seiner Pfeife. Was meinst du, warum Norske und Lena nach Norden gingen? Weil sie Feiglinge sind. Okay, so, nicht was. Ich bin fertig. Ach, Scheiße. Was ist das? Ja, wie auch immer. Wo sind die auch noch Fotzenkopf überhaupt? Ach, steht ganz da hin. Muss da hin raus. Anscheinend will der auch noch nicht mit. Der Chief ist durch die Tür durch, unten bei der Dampffarm. Okay, ihr könnt rein. Du und dein Gott wären da. Wo ist deine Begleitung? Keine Ahnung, wo der will. Zur Dampffarm geht's den Hügel runter. Ist nicht zu verpassen. Da hinten irgendwo. Okay. Was sagt, muss Hör ich doch neu? Jammern und reparier das verdammte Ding. Scheiße, alles gut? Ich bin okay, ich bin okay. Bleibt weg! Der Dampf brennt euch doch die Haut von den Knochen! Elektroschutz und diese Dinger vertragen sich wohl nicht. Jack, sieh dir doch mal das Dampfventil an. Hallo? Das ist dein Scheiß Ernst? Zur Dampffarm geht's den Hügel runter. Ist nicht zu verpassen. Alles Gute, bleib mal jetzt mal. Scheiße, alles gut? Ich bin okay, ich bin okay. Bleibt weg! Der Dampf brennt euch auf die Haut von den Knochen! Jack, zieh dir doch mal das Dampfventil an. Danke. Das hätte ich selbst richten können. Vermutlich. Hey,
fürs Protokoll. Das macht uns nicht zu voll. Bin ich verrückt an dem Dampfding? Das ist unglaublich, oder? Irgendwo da hinten. Warum? Ist es denn schlecht, Faschist zu sein? Ach, konnte ja doch rennen. Mein alter Herr hat die Tor damals gekillt und die Falle. Du bist gerade so ziemlich mein einziger Freund. Vor hier drüben! Verfluchte Lena, haut das Miststück einfach mit unserer wertvollsten Technik ab. Sie hat ihre Gründe. Freddy Minor. Oh, da liegt was. Komponenten gefunden. Den kann man doch an dem Ding eingeben, oder? Oder wie war das? Ich habe jetzt 3. Den können wir hochmachen. Gut. Also, weiter geht's. What the fuck? Ergibt sich aber, das ist eine Menge Bohr. Schätze, der Riesenwurm hat den Großteil erledigt. So. Ja, und? Das wird der Kerl da sein. Hey, wir suchen nach dem Anführer. Alter Kerl, stinkt nach Bier. Hast du ihn gesehen? Kate. Onkel. Die haben schon so einige Chor bei uns vorbeigeschickt. Dich hätte ich als letztes erwartet. Die dachten wohl, du würdest mir zuhören. Und was denkst du? Ach, du bräuchtest einen neuen Dekorateur. Das soll sie von uns fernhalten. Und wie hat das so geklappt? Tja, nicht so gut. Schön, dich wiederzusehen, Kate. Dich auch, Onkel. Jetzt pack zusammen. Du musst gehen. Ach ja? Hör zu. Wir haben fast jedes Dorf überzeugen können. Ihr seid die Letzten, die sich weigern. Chor, Non-Cons, das macht keinen Unterschied. Es ist Zeit, diese Dinger gemeinsam zu bekämpfen. Nein. Zeit, das Gespräch zu beenden. Tut mir leid, Kinderchen. Ihr findet selbst raus. Onkel! Meine Mutter ist tot, weil sie dachte, wir schaffen es allein. Klar, nur zu. Schick uns weg. Aber wenn du das tust, komme ich zurück, um das, was von dir und den anderen noch übrig ist, zu beerdigen. Und das weißt du ganz genau. Scheiße. Wie oft greifen sie an? In letzter Zeit täglich. Passiert das auch täglich? Nein, tut's nicht. Na los. Onkel, wir werden mehr Munition brauchen. Schnappt euch, was ihr findet. Bis dahin benutzt Messer, Fäuste, alles, was ihr habt. Volltreffer.
Jetzt wird's lustig. Weg, du Kuss. Hab dich! Jawohl! Hey, da! Da sind noch mehr von denen! Alter, was? Was für ein Ding? Mein Muni ist gleich leer. Das klappt. Was ist denn das für ein Scheißbogen? Dann öffnen wir das Tor. Wir müssen das ganze Dorf säubern. Es kommt! Es kommt! Schallen! Bevor wir noch mehr verlieren. Oscar, du musst mit uns kommen. Deine Leute haben das nicht verdient. Hab sie. Das machen wir definitiv mal so. 128 Schuss, das ist nicht besonders viel, aber... Sie kratzt an der Tür! Schnappt euch die Schockfalle! Ich hab ne Idee! Los, Beeilung! Da draußen sind ziemlich viele! Was? Installiert die Schockfalle, Jungspunde! Okay, fertig! Schockt den Boden bei der Tür und ich lasse sie rein! Check platziert eine Falle in dem neuen Gerätverschluss auf Umfass. Fähigkeit ausrüsten. Worauf wartet ihr noch, Jungspunde? Gut. Jetzt hat er es ja drinnen.
den verdammten Boden! Ziele auf den Boden und halte Maus 2 gedrückt. Dann T. Jack, los! Ich hoffe, das tut scheiß weh, ihr Mistbieter! Und los! Pass auf, Jungschwunde! Mehr Schwarm! Und nochmal, erledigen wir sie! Weiter geht's! Wer ist der Nächste? Wohl. Erwischt! Hab ich. Es schießt gleich! Was zum Henker ist das? Nein, Gott verdammt! Oh shit! Deckung, da kommt ein Klotz! Erledigt ihn, bevor noch jemand stirbt! Den hab ich. Nicht heute, Arschloch! Greif von der Seite an! Der ist doch gleich im Arsch! Warum du mitkommen solltest. Das Dorf ist doch nicht komplett sicher. Los! Das ist ein Raketenlauncher. Bogen will ich nicht. Der Notstrom ist aktiv. Wir müssen den Generator überlassen. Oh, Alter, guck mal, da liegt ja alles voll. Oh! Komponenten nehmen wir natürlich gern. Natürlich brauchen wir da dann mehr, ne? Jack, Schockfall. Danke, Jack. Können wir.
erstens muss der weg. Der ist definitiv mal im Arsch. Raus, du Schlampe. Gut, okay. Wir sind hier. Was braucht ihr? Wir haben einen Silber. Munition? Aber der einzige, der ihn steuern kann, wurde verschleppt. Denk hier gar nicht drauf. Krankenstation. Wir sind hier. Was können wir tun? Helft uns, sie abzuwehren. Geht klar. Ja.
gesichert. Hätte nicht gedacht, dass ich das mal sage, aber danke, Chor. Corporal Deus, Lieutenant Walker. Was für ein unschöner Tag heute. Der Konvoi ist hier, aber er steht vor dem... Alter, Vater, ey. Sind unterwegs. Noch ein Schwarm. Wir können dem Konvoi erst helfen, wenn das Dorf sauber ist. Den holen wir. Mistfieger! Den haben wir. Und helfen dem Konvoi. Hammerbrust haben wir jetzt genug. Ja, ihr seid lustig, wie soll ich denn da rauskommen? Ah! Komm schon, wir müssen da raus! Natürlich. Das ist ja toll! Was ist das? Das ist deine Bestimmung! Was ist denn das? Keine Angst! What the fuck? Mache! Fühle sie, benutze sie,
Grund, was ich machen soll. Keine Ahnung, was ich machen soll. Ich habe keine Ahnung, was da jetzt gerade abgegangen ist. Keine Ahnung, ey. Aber anscheinend. Das willst du nicht sehen. Es tut mir leid. Kate. Das war echt ein heftiger Angriff. Es tut mir leid. Danke, Trady. Fürs Herkommen. Kein Problem. Dürfte ich vorschlagen, die Leute hier wegzuschaffen? Hey, mach mal langsam. Fass hat recht, wir müssen los. Was redet ihr da? Oscar ist tot, Mann. Gebt ihr eine Minute. Sie kriegt ihre Minute, im Raven. Was zur Hölle stimmt nicht mit dir? Wir müssen los. Ich komm nicht mit. Wie bitte? Seit Monaten habe ich diese Träume. Albträume. Aber ich glaube, es sind Botschaften. Was? Mit mir passiert etwas. Von deiner Großmutter? Es reicht. Darum kümmern wir uns später. Fass, sammel die Leute ein. Ich brauche Hilfe. Es gibt da einen Ort. Im Norden. Vielleicht finden wir da Antworten. Nein, nein. Auf gar keinen Fall. Wir haben Befehle. Kommst du mit mir? Gott verdammt, habt ihr nicht gehört, was ich... Ich gehe mit ihr. Wenn du nicht da bist, wird Jin es merken. Okay. Ich gebe Jack die Koordinaten. Nein, Corporal. Sie kommen mit zurück nach Nuefera. Das ist ein direkter Befehl. Tja, Captain. Ich scheiß auf deinen Befehl. Es geht nicht um dich, sondern um mich. Ich muss das in Ordnung bringen. Hey, pass auf sie auf. Ihre Halskette. Das ist ein Locust-Symbol. Ja, und weiter? Sie würde sich nie freiwillig gegen uns wenden. Ja, sie würde eher für uns sterben. Das weiß ich. Aber was, wenn sie keine Wahl hat? Ja, eigentlich müssten wir mal langsam einen Cut machen. Tja,
Nur noch wir beide. Was ist hier überhaupt drin? Ein schneller Ausweg aus diesem Drecksloch. So, jetzt machen wir aber mal einen Cut nach hier. So, wir sind im Akt 2 Rekrutierungsoffensive. Mal schauen, wie es weitergeht. Für heute soll es das gewesen sein. Ich bedanke mich bei euch natürlich wie immer fürs Zuschauen und sag hier an dieser Stelle danke fürs Einschalten und ciao mit V und bis zum nächsten Mal.